Bibi, ich möchte meinen Lesemonat drehen. Kannst du da mal weggehen? Ich muss mich da jetzt hinsetzen. Hallo, ihr Lieben. Heute soll es meinen Lesemonat vom Juli geben. Und ich hatte ja letzten Monat gesagt, ich habe nur einen Rekord aufgestellt. Und ich habe diesen Rekord wieder gebrochen. Es sind diesen Monat ganze 15 Bücher gewesen, die ich gelesen habe. Ich habe wieder keine Ahnung, wie ich das hingekriegt habe. Ich muss aber dazu sagen, es waren einige Bücher, die wirklich nur recht dünn waren, also wirklich auch nur sehr wenig Seiten hatten. Und ich denke mal, daran lag das einfach, weil früher habe ich Bücher gelesen, die einfach so fett waren und da dann halt nur 5, 6 Stück. Aber so ist das. Wie dem auch sei, ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Packt die Bücher wie immer in der Reihenfolge, wie ich sie auch gelesen habe. Ich versuche das Ganze wieder recht kurz zu halten und nicht mehr so viel zu den Büchern sagen. Ihr wisst Bescheid. In der Infokarte verlinke ich euch meine ganzen Videos zu den Büchern, wo es um die letzten 3, 4, 5 Bücher ging, wie auch immer. Ich würde sagen, starten wir mit dem ersten Buch und das war im Juli. Hashtag Folge deinem Herzen von Jacqueline Fellgut. Dieses Buch hat mir ultra gut gefallen. Jackie hat einfach einen wahnsinnig guten Schreibstil, der mir richtig, richtig gut gefällt. Jackie schafft es in ihren wirklich auch recht kurzen Geschichten, einen so in den Bann zu ziehen, dass man wirklich mit den Charakteren fühlt und dass man eine emotionale Bindung zu den Charakteren aufbaut. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Folge deinem Herzen mochte ich wirklich sehr, sehr gern. Ich mochte die Protagonistin Sarah unheimlich gern. Und ich mochte aber auch Big Jake wirklich sehr, sehr gern. In diesem Buch geht es um die angehende Tierärztin Sarah. Und Sarah möchte ihrer Freundin das ultimative Geburtstagsgeschenk machen. Und zwar ein Date mit dem berühmten Vlogger und YouTuber Milo77 heißt er, glaube ich. Und da hat sie an einem Gewinnspiel teilgenommen und hofft natürlich, dass sie gewinnt und dass sie das ihrem Freund, also ihrer Freundin schenken kann. Leider ist bei dem Gewinnspiel einiges schief gegangen und bei der Auslosung stellt sich heraus, sie ist nicht in den Lostopf gehüpft für Milo77, sondern für Big Jake. Und Big Jake, den hat sie von früher noch so in Erinnerung und mochte ihn gar nicht und möchte das Date eigentlich auch gar nicht haben und lehnt es eigentlich auch ab, aber dann macht Big Jake ihr einen Vorschlag. Wenn sie sich auf ein Date mit ihm einlässt, wird er vielleicht was organisieren können, dass ihre Freundin noch das gewünschte Date zum Geburtstag bekommt. Also hat Sarah keine andere Wahl, als zu dem Date mit Big Jake zu gehen und ja, mehr kann ich zum Inhalt eigentlich auch gar nicht sagen. Die Geschichte ist wirklich sehr, sehr süß und wie gesagt, unheimlich gut und das Ende ist auch wirklich sehr kitschig, aber ich mochte es total. Ich mochte die Protagonistin, ich mochte die Nebencharaktere auch unheimlich gern und ja, es ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ich kann sie euch wirklich nur ans Herz legen. Nach Hashtag Folge deinem Herzen habe ich dann endlich mal den Jugendthriller von Jennifer Armentrout gelesen, Dreh dich nicht um. Und oh mein Gott, war dieses Buch gut. Ihr wisst, sie ist meine Queen und ich liebe diese Frau. Ich liebe die Art, wie sie Geschichten schreibt. Ich liebe ihren Schreibstil, ich liebe einfach alles. Die Protagonistin hier in diesem Buch war auch wirklich so gut und die Nebencharaktere waren wirklich so gut. Und ich war so lange in dieser Geschichte auf der falschen Fährte. Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn. In diesem Buch geht es um Samantha und Samantha war 4 Tage lang verschwunden. Dann taucht sie auf einer verlassenen Landstraße auf einmal wieder auf und kann sich an nichts erinnern. Was ziemlich schlecht ist, denn mit Samantha zusammen verschwunden ist ihre beste Freundin. Und wenn Samantha sich nicht erinnern kann, wird wohl auch keiner rauskriegen können, was mit ihrer besten Freundin passiert ist. Und das ist so das Grobe, worum es in diesem Buch geht. Ich möchte zum Inhalt eigentlich wirklich nicht viel verraten, damit ich euch wirklich auch nicht spoiler. Aber wie gesagt, ich bin wirklich bis zum Ende hin nicht drauf gekommen, was da jetzt genau abgelaufen ist. Was passiert ist, dass sie verschwunden war, wer daran schuld war. Ich bin wirklich bis zum Ende hin nicht drauf gekommen. Und ich wurde hier komplett auf die falsche Fährte gelockt. Und diese Geschichte war so ultra gut. Ich kann sie euch wirklich nahelegen. Wenn ihr mal Bock auf einen Jugendthriller habt, dann lest Dreh dich nicht um von Jennifer Armentrout. Es hat mir so gut gefallen. Es war richtig, richtig gut. Es war einfach nur genial. I love it, I love it, I love it. Dann kann ich diesem Buch nicht sagen. Ich liebe diese Frau. Ich liebe diese Geschichten, die sie schreibt. Ich kann es in jedem Video nur immer wieder sagen. Dann habe ich diesen Monat noch den dritten Teil von der Dare to Love-Reihe gelesen, Gelegenheit macht Sehnsucht. Da hatte ich ja letzten Monat den zweiten Teil gelesen. Den fand ich ja ganz niedlich und das sind auch so dünne Büchlein, die man so zwischendurch einfach echt mal gut mitlesen kann. Also ich habe die so in 3 Stunden komplett gelesen. Und im dritten Teil geht es um Isabel und um Gabriel. Und die beiden kennen sich schon aus dem Country Club und haben sich auch immer gut verstanden. Und eines Tages besucht Gabriel seinen Bruder abends noch auf der Wache und stellt fest, dass Isabel dort ist und zwar festgenommen. Wie sich dann hinterher herausstellt, hat sie an diesem Abend ihren Freund verlassen und der hat sie einfach mal angezeigt, als sie mit dem Auto abgehauen ist, damit sie wieder zurück zu ihm kommt.
Das möchte sie natürlich nicht und so bietet Gabriel ihr an, sie zu begleiten und er nimmt sie erstmal auf für die nächsten paar Tage, dass sie erstmal überhaupt ein Dach über dem Kopf hat und erstmal ihr Leben wieder sortieren kann. Natürlich gibt es zwischen den beiden diese unglaubliche Anziehungskraft, die es ja in diesen Büchern immer gibt. Also von daher, ja, könnt ihr euch vorstellen, was dann weiter passiert. Isabel hat aber hier so ein bisschen mit ihrer Vergangenheit zu kämpfen, denn sie hat sich von ihrem Ex-Freund finanziell und auch wie alles andere sehr abhängig gemacht und steht wirklich nicht mehr mit beiden Beinen fest im Leben und versucht dann halt erstmal wieder ihren Platz im Leben zu finden und ihre Eigenständigkeit zurückzugelangen. Und mein Hund bellt. Moment. Wo war ich jetzt, bevor mein Hund angefangen hat zu bellen? Ich glaube, ich war gerade mit dem Inhalt fertig. Also genau, also Isabel versucht dann, ihr Leben wieder in den Griff zu kriegen und auf eigenen Beinen zu stehen und das ist so das Grobe, worum es in diesem Buch geht. Ich muss sagen, ich mochte den dritten Teil mehr als den zweiten. Ich weiß nicht warum. Ich kann es euch nicht genau sagen. Die Protagonistin hier in diesem Buch ist wirklich sehr, sehr naiv und wirklich sehr, sehr gutgläubig. Was mir eigentlich ein bisschen auf den Sack gegangen ist. Aber ich mochte sie trotzdem. Also von daher kann es euch nicht sagen. Und Gabriel ist toll. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich mochte die Charaktere, ich mochte die Geschichte, ich mochte die Handlung. Ich mochte diesen, wie gesagt, dritten Teil wirklich sehr, sehr gern. Das nächste Buch, was ich dann danach gelesen habe, ist dieses hier, Wolfspack. Das ist der zweite Teil der Academy of Shapeshifters von Amber Auburn. Und auch der zweite Teil hat mir auch wieder richtig gut gefallen. Ich fand ihn sogar noch ein bisschen besser als den ersten. Im zweiten Teil geht es immer noch um unsere Protagonistin Lena. Und Lena ist jetzt gerade in dieser Academy of Shapeshifters angekommen und versucht dort ihren Platz zu finden und versucht auch erstmal mit sich zurechtzukommen, versucht rauszukriegen, was jetzt genau eigentlich alles los ist, wer sie ist und was das eigentlich alles auch mit ihr und den ganzen anderen Menschen zu tun hat. Und ja, ich mochte den zweiten Teil wirklich sehr, sehr gerne. Hat mir sogar noch ein bisschen besser gefallen wie der erste, weil einfach hier die Spannung ein bisschen mehr gegeben war und die Geschichte einfach einen großen Schritt vorwärts gemacht hat, sag ich mal. Auch hier mochte ich die Protagonistin Lena wieder sehr, sehr gerne. Die Nebencharaktere haben mir auch wieder richtig gut gefallen. Ja, mehr kann ich zu diesem Buch eigentlich auch gar nicht sagen. Es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Es ist der zweite Teil. Der dritte, vierte und fünfte ist auch schon raus. Die muss ich echt mal noch mitlesen. Aber ihr wisst, mein Subabbau und Kaufverbot und so. Und deswegen, die hat man ja wirklich sehr schnell gelesen. Deswegen sammle ich jetzt erstmal ein bisschen, dass ich dann ein bisschen mehr Lesevergnügen noch habe. Und wie gesagt, der zweite Teil hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Wenn ihr Lust auf eine Jugendbuchreihe mit Gestaltwandern habt, dann schaut euch die Academy of Shapeshifters auf jeden Fall mal an. Das Buch, was ich dann danach gelesen habe, liegt schon seit einem Jahr hier rum. Und zwar ist das Clockwork Princess. Das ist der dritte Teil der Chroniken der Schattenjäger. Ich habe es jetzt endlich mal geschafft, dieses Buch zu lesen. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe hier Seiten übersprungen. Und zwar habe ich die Beschreibungen übersprungen, weswegen ich dann mit dem Buch auch wirklich recht schnell fertig war. Cassandra, Claire und ich, das passt einfach nicht. Wir zwei werden einfach keine Freunde, was das betrifft. Ich werde auch von ihr so schnell nichts mehr lesen. Definitiv habe ich für mich gesagt, sie ist einfach nicht meine Autorin. Und ja, zur Geschichte kann ich sagen, dass mir der dritte Teil von allen am besten gefallen hat. Es geht immer noch um Tessa und um die Schattenjäger und um den bösen Mordman, der ja eine Armee von Kreaturen erschaffen hat, die die Menschheit zerstören sollen. Und ja, da kann ich zum Inhalt eigentlich auch gar nicht sagen, was der dritte Teil ist. Wie gesagt, der dritte Teil hat mir jetzt am besten gefallen. Ich fand ihn einfach am spannendsten. Ich fand die Geschichte hier zum Ende auch wirklich sehr, sehr schön erzählt. Es war der längste Epilog, den ich in meinem Leben jemals gelesen habe. Ich glaube, er fast 30 Seiten ist der lang. Er ist wirklich sehr, sehr rührend auch geschrieben und ja, was ich aber sagen muss, ist, dass das Ende, dass ich damit nicht wirklich glücklich bin. Also dieses Ende macht für mich nicht hundertprozentig Sinn, wenn ich ehrlich sein soll. Also ich habe das Ende nicht so ganz verstanden und ja, keine Ahnung. Wie gesagt, mit dem Ende bin ich nicht hundertprozentig zufrieden. Mehr kann ich zur Geschichte eigentlich noch gar nicht sagen und zum Buch, weil wie gesagt, es ist der dritte Teil. Die Charaktere sind ja aber noch die gleichen wie in den ersten beiden Bänden und man kann jetzt hier nicht sagen, dass sie eine Charakterentwicklung durchmachen. Es ändert sich hier im dritten Teil einiges bei den Charakteren. Und ja, es passieren ganz, ganz viele Sachen. Und ja, mehr kann ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen. Wie gesagt, das Buch war okay. Es war solide. Es war eine solide Geschichte. Aber aufgrund dessen, dass ich den Schreibstil und die Erzählweise von Cassandra Clare jetzt nicht so berauschend finde, war es halt einfach nicht mein Buch. Aber ich habe es jetzt gelesen. Ich habe die Reihe beendet. Ich weiß, worum es geht. Ich kann mitreden. Und das Thema ist für mich erledigt. Als nächstes habe ich dann danach mein Gestaltenwandlerbuch gelesen und zwar war das Pfade im Nebel. Das ist jetzt der vorletzte Teil, erstmal, was bisher erschienen ist.
Gott sei Dank, ich habe diesen Monat den letzten Teil, man braucht echt Durchhaltevermögen für diese Reihe. In Pfade im Nebel geht es um den Falkadisten Basic. Es ist ja jetzt so, dass im 12. Band es hier einen riesengroßen Knall gab, was diese komplette Weltstruktur betraf. Und jetzt hat man hier halt so mit den Nachwirkungen quasi immer noch zu tun und man muss halt gucken, was jetzt aus dieser Welt wird, wie man das Ganze am besten strukturieren kann, wie kann man was machen, dass die Gattungen am besten miteinander auskommen. Und ja, darum geht es so im Großen und Ganzen in diesem Buch. Und es geht, wie gesagt, um Basic und Ivy und die beiden sind, halt gesagt, nach diesem großen Kaboom gemeinsam bei einem Projekt zugange quasi, wo sie sich dann natürlich auch näher kommen und ja, versuchen dann halt wirklich irgendwie ihre Gattung auch zu retten. Und ja, kann ich auch zum Inhalt gar nicht sagen, weil es ist so schwierig bei einem 13. Band irgendwas zum Inhalt zu sagen, ohne dass man spoilert auf die Hintergrundgeschichte. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Aber was ich zu dieser Geschichte sagen kann, wie gesagt, es geht ja hauptsächlich im Vordergrund um Basic und Ivy. Mir kam in diesem Buch die Geschichte zwischen den beiden auch wieder ein bisschen zu kurz, weil wirklich wieder sehr, sehr viel Hintergrundinformationen gewesen sind, weil wirklich wieder sehr, sehr viel an der Hauptgeschichte, sage ich mal, am Haupthandlungsstrang passiert ist. Und das fand ich auch wieder so ein bisschen schade. Das hat mir im 11. Band bei Einsame Spur schon nicht so gut gefallen. Da kam mir die Liebesgeschichte zwischen den beiden auch ein bisschen zu kurz und das war leider hier auch so. Auch wenn es eine wirklich sehr, sehr süße und schöne Geschichte gewesen ist. Mit einem sehr dramatischen Ende, muss ich sagen. Und ja, aber naja gut, so ist das halt manchmal. Es können ja nicht immer alle Teile wunderschön und perfekt sein. Ja, ich bin auf jeden Fall auf den 14. Band gespannt und ich bin auch sehr gespannt auf den 15., der im Dezember rauskommt. Weil ich kann anhand des Klappentextes vom 15. gar nicht schließen, um wen es da geht und was da jetzt genau eigentlich passiert ist. Und deswegen freue ich mich da schon sehr, sehr drauf. Und ich bin auch froh, dass ich dann ein paar Monate Abstand da dazwischen hatte. Und ja, ich freue mich jetzt auf jeden Fall erstmal noch auf den 14. Band. Der heißt Scherben der Hoffnung. Und ja, ich mag die Reihe immer noch unheimlich gern. Und ich mag es Nalini Singhs Schreibstil. Ich mag auch ihre Art, wie sie Geschichten erzählt, total gern. Und ich liebe diese Reihe. Und ich bin gespannt, ich hatte ja schon ein, zwei Leute mit dieser Reihe angefixt, die haben mir das auch schon geschrieben. Und ich bin gespannt, was ich von den Leuten für ein Feedback bekomme, wie sie die Reihe fanden. Von ein, zwei Leuten habe ich schon ein Feedback und es fiel recht positiv aus. Und ja, also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was ihr sagt, wenn ihr diese Reihe auch gerade lest. Ich mag sie, ich liebe sie und ich mag die Protagonisten alle in diesen Büchern. Ich mag einfach in jedem einzelnen Buch die Protagonisten. Es ist einfach ganz, ganz toll. Man braucht aber definitiv Durchhaltevermögen und Ausdauer für diese Reihe. Anders kann ich das nicht sagen. Nachdem ich dann mein Gestaltwanderbuch beendet hatte, brauchte ich dann erstmal wieder irgendwas so für zwischendurch. Und da hat es sich ganz gut getroffen, dass die Postfrau an dem Tag kam und mir Dare to Love 4 gebracht hat. Keine Verpflichtungen, nur Liebe. Ich habe dieses Buch an diesem Tag, wo ich es bekommen habe, auch gleich angefangen zu lesen. Habe es an diesem Tag auch gleich noch beendet. Und in diesem Buch geht es um Amanda und Declan. Declan ist der Bruder von Gabriel, um ihn ging es in dem dritten Teil. Und deswegen kennt man Declan auch schon so ein bisschen. Man merkt, dass bei ihm da auch irgendwie alles nicht ganz so einfach ist. Und ja, unsere Geschichte hier beginnt in einem BDSM-Club. Man ist aber wirklich Gott sei Dank nur zu Beginn der Geschichte in diesem BDSM-Club. Also man braucht hier keine Angst haben, dass es in Richtung Shades of Grey mit irgendwelchen Peitschen und Schlagen und sowas hindriftet. Das Gott sei Dank nicht, auch wenn man sagen muss, dass Declan, der ein Mann ist, der gern im Bett das Zepter in der Hand hält, was ich aber persönlich jetzt gar nicht schlimm finde. Und ja, auf jeden Fall lernen die beiden sich in diesem BDSM-Club kennen. Und zwar rettet Declan Amanda aus einer ganz prekären Situation, weil ein anderes Mitglied aus diesem Club sich nicht so ganz an die Spielregeln hält. Und ja, die beiden fühlen sich auch, wie soll das anders sein, sofort zueinander hingezogen. Und Declan merkt sehr, sehr schnell, dass er mehr von Amanda möchte als nur eine Nacht. Ja, mehr möchte ich zum Inhalt hier an dieser Stelle auch gar nicht verraten. Auch der vierte Teil ist wieder eine wirklich sehr, sehr schöne und süße Liebesgeschichte. Natürlich mit einigem an Erotik, auch wenn ich immer noch finde, dass diese Bücher so überhaupt nicht danach aussehen. Ja, ich mochte auch den vierten Teil wieder wirklich sehr, sehr gern. Ich mochte Amanda als Protagonistin unheimlich gern und ich mochte auch Declan wirklich sehr, sehr gern. Und ich bin auf den fünften Teil auf jeden Fall jetzt auch schon gespannt. Der kommt im September raus. Und ja, ich setze die Reihe auf jeden Fall fort und ich mag sie. Und ja, wenn ihr Bock auf ein erotisches Buch habt, was nicht sehr dick ist, was man so für zwischendurch mal mitlesen kann, dann schaut euch die Dare to Love Reihe auf jeden Fall mit an. Das nächste Buch, was ich euch zeigen möchte, ist dieses hier. Und zwar Ein magischer Sommer von Jacqueline Feldgut. Das ist das zweite Buch, was ich im Juli von Jacqueline Feldgut gelesen habe. Auch dieses Buch hat mir wieder richtig gut gefallen. Ich muss dazu sagen, dass dies das Buch auch vom Juli ist. Jackie hat dieses Jahr so ein Projekt,
dass sie jeden Monat ein Buch veröffentlicht. Das sind dann halt auch immer nur relativ kurze Geschichten. Ich bin auf jeden Fall auf das aktuelle Buch vom August gespannt. Das wird ein Drama, wenn ich das so richtig gesehen habe. Und ja, ist auf jeden Fall mal was anderes als die letzten beiden Bücher. Denn ein magischer Sommer ist wie Hashtag Folge deinem Herzen auch wieder eine Liebesgeschichte. Auch wenn dieses Buch von seiner Art und Weise her schon anders ist als Hashtag Folge deinem Herzen, mochte ich die Geschichte von Ethan und Heidi auch wirklich wieder sehr, sehr gern. Es hat mich wirklich teilweise sehr, sehr berührt, dieses Buch. Und ich hatte es in meiner Rede dazu schon gesagt, diese Plot-Twists in dieser Geschichte kommen nicht total überraschend. Aber die sind so besonders geschrieben und die haben mir so gut gefallen, dass ich wirklich doch sehr überrascht war teilweise, wie das Ganze dann alles passiert ist. Also man wusste, was passiert, aber diese ganze Art und Weise, wie das geschrieben ist, das fand ich einfach nur richtig, richtig schön. In Ein magisches Sommer geht es um Ethan und Hayley. Ethan wollte schon immer ein großer, berühmter Magier werden und hat beschlossen, nach seinem Schulabschluss nach Las Vegas zu gehen und hat seine Familie und Holly? So wollte ich jetzt Holly sagen. Hat seine Familie und Hayley zurückgelassen. Und 10 Jahre später taucht Hayley auf einmal bei ihm in der Show auf und er weiß erstmal gar nicht so recht, was er davon halten soll. Und trifft sich dann natürlich mit Hayley und fragt, wieso es halt, warum sie da ist. Diese erklärt ihm dann, dass sie gekommen ist, weil er einfach die ganzen Briefe, die man ihm geschrieben hat, nicht beachtet hat, sich nicht gemeldet hat. Denn Ethans Vater ist gestorben und der hat die größte Fabrik besessen in dem kleinen Örtchen, wo die beiden herkommen. Und es stehen ganz, ganz viele Arbeitsplätze auf dem Spiel, weil Ethan sich einfach nicht gemeldet hat. Er hat natürlich als alleiniger Erbe auch die Fabrik geerbt. Und jetzt kann dieser ganze Produktionsbetrieb nicht weiterlaufen, weil die natürlich im Moment keinen Besitzer hat und diese ganze Erbschaftssache einfach erstmal geklärt werden muss. Und so bittet Hayley ihn halt zurückzukommen, um wenigstens das Ganze zu klären, dass die Leute jetzt nicht alle ihre Arbeit verlieren. Und das macht Ethan dann auch und stellt dann halt sehr, sehr schnell fest, dass die Vergangenheit einen nicht so einfach loslässt, wie man sich das vielleicht denkt. Mehr möchte ich zum Inhalt auch nicht sagen. Wie gesagt, ich mochte dieses Buch wirklich sehr, sehr gern. Ich finde, Jackie hat einfach ein Wahnsinnstalent, was das Schreiben betrifft. Ich mag ihren Schreibstil unheimlich gern. Und ja, finde halt immer noch, dass ich manche davon eine Scheibe abschneiden kann. Ich kann euch Ein magisches Sommer wirklich nur empfehlen. Lest es, es ist wirklich gut. Ich liebe es. Und ja, es war definitiv nicht das Letzte, was ich von Jacqueline Fellgut gelesen habe. Da ich ja mir vorgenommen hatte, jeden Monat ein Harry Potter Band zu lesen, habe ich das natürlich auch im Juli getan. Und zwar den zweiten Teil, Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Zum Inhalt brauche ich, glaube ich, auch nicht viel erzählen. Es geht um das zweite Jahr, was Harry in Hogwarts ist. Und er hört dann irgendwann Stimmen und ja, stellt dann halt sehr, sehr schnell fest, dass kein anderer das hören kann. Und dann geht es natürlich, das herauszufinden, was da eigentlich genau los ist. Und ja, ich glaube, zum Inhalt brauche ich nicht wirklich viel erzählen. Ich glaube, jedes Kind kennt Harry Potter. Der zweite Teil, der hat mir auch wieder recht gut gefallen. Also entsprechend Kinder-Jugend-Fantasy mochte ich es wirklich sehr, sehr gern. Schreib's hier locker, leicht und einfach. Charaktere, kann ich jetzt auch nicht sagen, haben sich jetzt noch nicht so weiterentwickelt, aber ich mochte sie auch im ersten Teil wieder gern. Und ich bin jetzt auf den dritten Harry Potter Teil gespannt, weil Der Gefangene von Azkaban ist einer meiner Lieblingsfilme. Die mochte ich unheimlich gern und deswegen freue ich mich jetzt auch schon auf das dritte Buch. Ja, mehr kann ich zu Harry Potter eigentlich einfach nicht sagen, außer ich mag es. Nach Harry Potter habe ich dann ein Buch gelesen, auf was ich mich wahnsinnig gefreut habe, wo ich mich auch wahnsinnig auf den Film gefreut habe, und zwar Stolz und Vorurteil und Zombies. Ich muss sagen, der Film war absolut grottig. Der war einfach unterirdisch. Guckt euch diesen Film einfach nicht an. Dieser Film ist einfach nur total sinnfrei. Obwohl ich sagen muss, dass ich die Kostüme in dem Film wirklich sehr, sehr cool fand. Das war aber auch das einzig Positive, was ich in diesem Film finden kann. Ja, die Handlung und der Rest war einfach nur Müll. Das Buch war ganz, ganz anders als der Film. Das Buch war okay, aber auch hier hat diese ganze Sache mit den Zombies für mich nicht wirklich gepasst. Es ist ja Jane Austen mit Zombies im Endeffekt, also wirklich die komplette Geschichte von Stolz und Vorurteil halt einfach nur mit Zombies. Ich bin sehr, sehr schwer in die Geschichte reingekommen. Gerade am Anfang fand ich das mit den Zombies und diesem altertümlichen Schreibstil, den Stolz und Vorurteil ja nur einfach mal hat, ganz, ganz furchtbar. Das ist für mich überhaupt nicht konform gekommen. Je mehr ich dann gelesen hatte, umso besser wurde es. Zum Ende hin fand ich es auch wirklich richtig gut, aber im Großen und Ganzen war das hier ein Versuch, Stolz und Vorurteil mit Zombies zu mischen, der nicht wirklich funktioniert hat, meiner Meinung nach. Also ja, es ist ein Buch, was mich wirklich nicht hundertprozentig überzeugen konnte, leider Gottes. Obwohl ich sagen muss, meine Arbeitskollegin hat dieses Buch gelesen und ihr hat es wirklich richtig gut gefallen. Sie mochte es wiederum. Aber ich glaube, das ist einfach Geschmackssache und mein Geschmack hat dieses Buch halt einfach nicht getroffen. Gerade der Anfang war, nee, war nicht so mein Ding. Also
Nein. Aber naja, so ist das. Aber so vom Großen und Ganzen her war es okay. Es war halt Sturz und Futter mit Zombies. Mehr kann ich zu diesem Buch eigentlich auch gar nicht sagen, weil ich glaube, die meisten kennen von euch Sturz und Vorurteil. Es geht ja hier um Elizabeth und ihre Familie. Und die Mutter möchte ja sie und ihre 5 Schwestern verheiraten. Und dann zieht ein reicher Mann nach Netherfield auf diese, wie nennt man das, Grafschaft. Und natürlich wird dort Mrs. Bingley natürlich einen potenziellen Bräutigam für eine ihrer Töchter. Und ja, hat für mich einfach alles nicht so gepasst. Und da kann ich zum Inhalt auch gar nicht sagen, außer dass dann halt noch Zombies aus dem vorkommen. Und es darum geht, dass ihre Töchter noch verheiratet werden. Aber die alle kampferprobte Kämpferinnen sind. Und ja, also wie gesagt, für mich war es nicht wirklich hundertprozentig überzeugend. Es war okay, aber mehr auch nicht. Leider nicht. Jetzt kommen noch die letzten 5 Bücher, die ich gelesen habe. Da kam mir mein Video am Mittwoch raus zu online. Und zwar Infernale von Sophie Jordan. Ich mochte dieses Buch wirklich sehr, sehr gern. Kinderleichter Schreibstil, locker leicht zu lesen. Man kommt echt gut durchs Buch. Es hat eine relativ große Schrift. Also ist jetzt keine Geschichte, wo ich sage, da hängt man ewig dran. Also man kann dieses Buch wirklich sehr, sehr schnell lesen. In diesem Buch geht es ja um Davy. Und bei Davy wird das HTC-Gen festgestellt, dieses Mördergehen, und daraufhin verändert sich ja Davys ganze Welt. Sie war vorher mal eine sehr beliebte und auch begabte Schülerin. Sie wurde als Wunderkind bezeichnet, weil sie so gut wie jedes Instrument spielen kann, und sie war auch immer die Vorzeigetochter bei ihren Eltern, hat nie irgendwas Falsches getan oder irgendwas Böses getan, und ja, jetzt wird bei ihr das Mördergehen festgestellt und ihre Welt verändert sich von heute auf morgen. Ihre Freunde wollen nichts mehr mit ihr zu tun haben, ihr Freund auch nicht so wirklich, ihre Eltern sind beinahe so, als würden sie trauern, weil sie ein Kind verloren hätten. Und Davy muss natürlich auch die Schule wechseln. Und ihre ganze Welt bricht da quasi zusammen und sie muss sich dann in dieser neuen Welt zurechtfinden. Ja, das ist so das Grobe, worum es in Infernale geht. Ich bin auf jeden Fall auf den zweiten Teil gespannt und den möchte ich auf jeden Fall lesen. Das Buch hat mir im Großen und Ganzen wirklich sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, der Schreibstil war locker leicht und man ist wirklich sehr, sehr schnell durchs Buch gekommen. Und ich fand, man hätte hier an einigen Stellen aus dem Buch noch ein bisschen mehr rausholen können, aber im Großen und Ganzen war es wirklich recht gut. Hat mir gut gefallen. Dann habe ich noch gelesen Samantha Young Edinburgh Love Stories. Das ist ein Sammelband. Hier sind die 4 Kurznovellen, die zu Edinburgh Love Story gehören, in einem Buch zusammengefasst worden. Also Fountain Bridge, Castle Hill, Valentine und On Kingsway. Und ja, ich mochte die 4 Kurzgeschichten, ich kenne sie alle schon, ich habe sie als E-Books, bis auf Castle, das habe ich nicht. Aber ansonsten kann ich die Geschichten schon, ich habe sie trotzdem nochmal sehr, sehr gern gelesen. Und ja, ich finde dieses Buch einfach unheimlich schön und ich habe mich sehr gefreut. Und ich hoffe nicht, dass Samantha Youngs Starttermin für ihre neue Reihe, die ja nächsten Monat rauskommt, der erste Band, dass das jetzt nicht auch noch verschoben wird, so wie bei Jennifer Lammertraut, Fire and You, das ist ja auch verschoben worden, auf nächstes Jahr Mai. Wie kann man sowas auf Mai verschieben? Das sind 8 Monate. 8 Monate. Ich bin immer noch so traurig. Aber na gut, wenn das Buch nicht fertig ist, ist es nicht fertig. Kann man nicht ändern. Ja, auf jeden Fall hoffe ich, dass die neue Reihe von Samantha Young planmäßig nächsten Monat im September startet, dass da der erste Band rauskommt. Ich freue mich da auch schon so ultra lang drauf. Und ja, falls ihr euch da auch drauf freut, dann betet mit mir, dass das nicht auch wieder verschoben wird. Ja, aber die Edinburgh Love Story Reihe, diese Kurznovellensammlung, fand ich wirklich richtig gut. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und wer die Reihe mag und gerne gelesen hat, sollte sich das Buch auf jeden Fall mal mit angucken. Damit wären wir dann bei den letzten 3 Büchern, die ich gelesen habe im Juli, und zwar ist das Throne of Glass, diese 3 Taschenbücher, die da bis jetzt erschienen sind, Die Erwählte, Kriegerin im Schatten und Erbin des Feuers. Ich kann zu Band 2 und 3 vom Inhalt wirklich her gar nichts sagen, weil ich euch sonst komplett spoilern würde, weil die Geschichte zum Ende vom ersten Teil her eine ganz, ganz andere Richtung einschlägt, als man vielleicht am Anfang denkt. In Throne of Glass, Die Erwählte, geht es ja um Celaena Sarutin, die nach einem Jahr Schuften in einem Arbeitslager quasi von einem Prinzen ein Angebot bekommt, aus dem Arbeitslager rauszukommen. Sie soll halt in einem Wettstreit als seine Kriegerin quasi antreten, und der Gewinner wird zum neuen Champion des Königs ernannt. Wenn sie gewinnt, muss sie diesem dann für 4 Jahre dienen und danach ist sie frei. Und natürlich tut Celaena das Angebot annehmen. Mehr kann ich zum Inhalt auch gar nicht sagen, weil, wie gesagt, sonst nehme ich euch einfach viel zu sehr vorweg. Lasst euch von diesem Buch überraschen, in welche Richtung es dann geht und was dann noch alles passiert. Ich mochte Celaena im ersten Teil nicht wirklich. Sie war mir einfach zu überheblich und zu eng gebildet und zu überdreht. Und
ja, hier bin ich bin die Tollste, schaut mich an, aha, aha, ich bin so toll und du nicht. Und das mochte ich gar nicht am Anfang. Aber man hat dann im Laufe der Geschichte gemerkt, dass sie auch nur ein Mensch ist, der Gefühle hat, der auch Ängste hat. Und das fand ich dann wieder sehr, sehr gut. Und sie hat sich dann für mich in den Büchern schon weiterentwickelt. Und ja, so dass ich sie dann auch wirklich mochte zum Ende hin. Wie gesagt, die Geschichte nimmt nach dem ersten Teil hier eine komplett andere Wendung auf. Das Thema Magie spielt dann hier eine große Rolle. Silenas Vergangenheit spielt dann hier noch eine gewisse Rolle mit. Natürlich geht es auch Osman in erster Linie noch darum, was macht Silena, wenn sie wirklich der Champion des Königs wird? Möchte sie für diesen Mann wirklich arbeiten, der so viele Leute in solche Lager steckt? Und ja, da kann ich zum Inhalt auch wirklich im Moment nicht sagen. Wie gesagt, ich verrate euch sonst einfach zu viel. Ich muss sagen, mir hat von den drei Büchern der zweite Teil bisher am besten gefallen, Kriegerin im Schatten. Ganz einfach, weil ich Silenas Entwicklung da wirklich sehr, sehr mochte und ich mochte einfach die ganze Handlung, die da passiert ist. Im dritten Teil, muss ich sagen, war es dann so, dass ich die Handlung, dass mir das alles sehr auf den Sack ging beim Lesen, weil die Handlung wirklich sich hier auf mehrere Handlungsstränge verteilt und alles nicht mehr so gebündelt ist wie in den ersten beiden Bänden. Das heißt, man liest hier aus verschiedenen Sichtweisen, also man liest nicht nur aus Silenas Sicht, sondern auch noch aus der Sicht von einigen anderen Leuten. Und da zum Ende vom zweiten Teil her diese ganzen Leute, die bis dato auf einem Fleck waren, getrennt werden und jeder sich woanders quasi befindet, hat man natürlich auch verschiedene Handlungsstränge und man springt immer an verschiedene Orten zu verschiedenen Charakteren. Und das hat mich schon beim Lesen sehr, sehr genervt, weil es einfach sehr, sehr anstrengend war, wenn man aus 5 verschiedenen Sichtweisen liest und alle 5 Kapitel quasi auch wieder zu der einen Sichtweise zurückkehrt und man muss dann schon überlegen, wie war das jetzt noch gleich, wo waren die jetzt noch gleich, warte mal. Also das ging mir beim Lesen wirklich schon ein bisschen auf den Keks. Und dann hatte ich in meiner Review auch gesagt, was ich doof finde, ist bei Liebesgeschichten. Ja, sei es jetzt bei den Nebencharakteren oder bei den Hauptcharakteren, das ist völlig egal. Finde ich das immer doof, wenn da ein Pärchen ist, was sich dann aufgrund verschiedener Ereignisse trennen muss und die nicht zusammen sein können einfach. Und dann ist es halt so, ja gut, okay, dann ist der vergessen und ich suche mir einen neuen. Ich mag sowas einfach nicht. Und das ist aber in diesem Buch so und ich finde das doof. Deswegen war ich bei Twilight auch immer Team Edward, weil der einfach zuerst da war. Das hatte ich in meiner Rezi dazu auch gesagt. Ich finde so ein Hin- und Hergehopse zwischen den Protagonisten und dann kommt der und dann kommt der und dann kommt der. Das ist einfach nicht mein Ding. Ich finde das irgendwie immer doof. Ich weiß nicht, ich bin da zu sehr Mädchen, glaube ich. Ich bin auf jeden Fall gespannt, in was für eine Richtung sich das alles hier noch entwickeln tut in den nächsten beiden Bänden. Ich glaube, der 5. ist der letzte, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Sina hat es mir gesagt, ich glaube, der 5. ist der letzte. Und ich bin jetzt auf jeden Fall erstmal auf den 4. gespannt. Der kommt ja im Oktober auf Deutsch raus und den werde ich auf jeden Fall lesen, weil das Ende vom 3. war schon echt mega fies. So. So viel ist mein Lesemonat vom Juli. Ich hoffe, er ist nicht allzu lang geworden. Verzeiht es mir, wenn doch. Ansonsten, ja, mehr kann ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen. Wie gesagt, es waren 15 Bücher, die ich insgesamt gelesen habe. Es waren auch einige dünne da dabei, wie ihr gesehen habt. Es waren jetzt nicht alles nur solche Oschis. Im August werde ich wohl nicht ganz so viel lesen, weil ich habe da Urlaub und bin auch an einigen Tagen nicht da und werde da halt auch anscheinend, denke ich mal, nicht zum Lesen kommen. Und ja, ich lese diesen Monat im August jetzt mit Sina ein Buch, was 1060 Seiten hat. Also von daher haben wir da auch gut zu tun. Und ja, also im August wird es definitiv nicht so viel, das weiß ich jetzt schon. Aber so ist das. Ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.